Das Jahresende, das rückt näher und viele von euch starten mit der Urlaubsplanung. Muss ich mir eigentlich Heiligabend und Silvester frei nehmen? Wie sieht's aus, wenn ich da arbeite? Kriege ich dann mehr Geld? All das klären wir für euch in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und auch Fachanwältin für Arbeitsrecht. Deshalb kann ich sagen, alle Jahre wieder beschäftigen wir uns hier mit der Frage, wie sieht's eigentlich aus? Heiligabend und Silvester, muss man da Urlaub nehmen? Und die Frage kann man ganz eindeutig beantworten mit ja, wer nicht arbeiten will, der muss grundsätzlich Urlaub nehmen. Denn Heiligabend und Silvester, auch wenn man es vielleicht anders meint, sind in Deutschland keine Feiertage. Das heißt, da muss man ganz normal arbeiten. Also, wenn ihr einen 9-to-5-Job habt, morgens von 9 bis abends 17 Uhr, ja, dann müsstet ihr theoretisch auch an Heiligabend und Silvester von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Aber warum sage ich theoretisch? Naja, weil in vielen Firmen natürlich gesagt wird, also spätestens um 13 Uhr will der Chef nach Hause oder das Ding macht überhaupt gar keinen Sinn, noch weiter das Ganze aufzulassen. Deshalb schickt der Chef viele um 13 Uhr an Heiligabend und auch an Silvester nach Hause oder sagt gerade, na, da kommt sowieso niemand, wir lassen den Laden direkt zu. Wenn das der Fall ist, habt ihr großes Glück, dann entscheidet ja der Chef, dass ihr zu Hause bleiben könnt und ja, stellt euch sozusagen frei und muss trotzdem weiterhin Geld bezahlen. Wer jetzt aber sagt, naja, bei uns wird normal gearbeitet, aber ich hätte jetzt zumindest diesen halben Tag doch zu gerne frei, der muss Urlaub nehmen, aber ja, das Problem ist das deutsche Urlaubsrecht, denn das Bundesurlaubsgesetz, das kennt eigentlich keine halben Tage, sondern das Bundesurlaubsgesetz, das sagt sogar im Gegenteil, man soll möglichst viel Urlaub am Stück nehmen und das verträgt sich natürlich nicht so ganz mit so einem halben Urlaubstag. Jetzt sagt ihr, na komm, ne? Also wo kein Kläger, da kein Richter, wenn mein Chef und ich uns einig sind, dann ist ja alles super. Ja, vom Grundsatz her schon, aber liebe Chefs, die ihr jetzt hier vielleicht auch zuguckt, liebe Arbeitgeber, ich muss euch sagen, ein gewisses Risiko ist damit verbunden. Denn es gibt eben Juristen, die sagen, es gibt keine halben Urlaubstage und entsprechend kann man mit einem halben Urlaubstag auch nicht den Urlaubsanspruch der eigenen Mitarbeiter verringern. Also sprich, ihr gebt dann vielleicht einen halben Urlaubstag an Heiligabend und einen halben Urlaubstag an Silvester. Also zusammen sozusagen einen Urlaubstag und ja, plötzlich kommt der Arbeitnehmer an und sagt, nix da. Ne? Also habe ich ganz anders verstanden. Und dann kann es tatsächlich sein, dass ihr in die Röhre guckt. Denn wie es so manchmal so ist und wir in Corona-Zeiten ja auch alle gelernt haben, man kann über so vieles diskutieren und im schlimmsten Fall guckt ihr als Arbeitgeber da in die Röhre. Also insofern, kleines Problem. Ja, manche von euch sagen aber vielleicht auch, hey, Weihnachten, Silvester, gerade Silvester ist mir sowas von egal. Da arbeite ich sogar ganz gerne. Endlich schaffe ich mal was, weil alle Kollegen weg sind oder ja nicht andauernd das Telefon vielleicht klingelt, gerade ab Nachmittag. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt an Heiligabend oder vielleicht auch Silvester freiwillig länger arbeite, als unser Laden geöffnet hat? Wir haben nämlich gar nicht so ja quasi den ganzen Tag geöffnet. Ich arbeite jetzt durch. Kann ich mir dann sozusagen einen Urlaubstag rausarbeiten? Oder kriege ich extra Kohle? Auch da muss ich ganz klar sagen, eindeutige Antwort, nein. Weder das eine noch das andere ist jetzt automatisch der Fall, denn es gibt in Deutschland keinen automatischen Überstundenzuschlag. Klar kann das sein, wenn ihr aus einem Tarifvertrag oder aus eurem Arbeitsvertrag vielleicht auch so bestimmte Zuschläge versprochen bekommt, dann habt ihr auch einen Anspruch. Aber ich sag mal, Otto Normalarbeitnehmer, der bekommt keinen Zuschlag an Weihnachten, also Heiligabend und auch nicht an Silvester, weil sind ja keine Feiertage. Und selbst bei Feiertagen, da bräuchte man eine spezielle Rechtsgrundlage, Arbeitsvertrag oder Gesetz. Und die gibt es für normale Arbeitnehmer, was Überstundenzuschläge angeht, nicht. Ja, und jetzt ist halt die Frage, kriege ich denn wenigstens einen Extratag frei? Und da muss man sagen, das kommt drauf an. Denn Überstunden, ja, die werden überhaupt nur bezahlt oder man bekommt sie in Freizeit abgegolten, wenn der Chef sie auch wirklich angeordnet hat oder geduldet hat. Also sozusagen darum weiß, dass ihr diese Überstunden macht. Wenn ihr jetzt einfach da bleibt, der Chef ist also schon längst unterm Tannenbaum und ihr seid noch fleißig, der hat das aber weder angeordnet noch weiß, er duldet er davon, dann ist das keine Überstunde im eigentlichen Sinne. Also da muss schon ein bisschen mehr kommen. Insofern solltet ihr euch ganz genau überlegen und vielleicht auch mit dem Chef sprechen, wie sieht es denn an Heiligabend und Silvester im Betrieb aus? Also sprich, gerade wenn ihr neu seid, dann erkundigt euch rechtzeitig. Erstens, vielleicht habt ihr einen halben Tag frei, weil der Chef einfach nett ist.
Und zweitens, vielleicht gibt es halbe Urlaubstage bei euch, weil der Chef einfach risikobewusst ist oder es nicht besser weiß. Und vielleicht, ja, wer mehr arbeitet, der bekommt vielleicht auch einen Zuschlag. Aber ihr wisst jetzt ganz genau, die Rechtslage ist, erstmal sind das ganz normale Tage, an denen alle Regelungen gelten, wie an allen anderen normalen Arbeitstagen im Jahr auch. Egal, was ihr macht, frei arbeiten oder wegfahren, richtig Urlaub, trotz Corona, mal sehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Weihnachtszeit mit Heiligabend, dieses Jahr sogar ein Freitag, und ein wunderschönes Silvester. Aber ich bin mir sicher, wir sehen uns vorher noch. In diesem Sinne, bis bald.